Der kleine Racker begrüßt euch, meine liebsten Freunde. Wie versprochen am Ende der letzten Folge ist er immer noch treu hier an meiner Seite und macht sich extra ein bisschen fesch für euch. Zupft sich das Gefieder und sagt, hallo ihr lieben Leute, es geht weiter mit Final Fantasy 7 Rebirth. In der 30. Folge wollen wir richtig was erreichen. Und das soll auch so wirklich jetzt passieren, denn wir haben hier direkt neben uns den nächsten großen Feldforschungspunkt. Nummer 4, das verlassene Feldlager in den Bergen. Und jetzt wird es spannend, jetzt wird es essentiell. Das ist der letzte Schritt, den wir in der Region Junon gehen müssen, um die Aufträge abzuschließen und die Protosubstanz vielleicht auch unser eigen nennen zu dürfen. Und danach geht's dann auch endlich mit der Story weiter. So, das sei gesagt und nun machen wir uns auf den Weg. Offenbar hier hoch. Ist ein steiler Aufstieg, aber das sind wir ja gewohnt. Wir steigen oftmals gerne steil auf. Empor in luftige Höhen. Denn von dort kann man recht schön wieder hinunterfallen. Das können wir natürlich auch sehr gut. Das können wir auch sehr, sehr gut. Aber jetzt heißt es erstmal wirklich, wie gesagt, hier hoch. Und dann schauen wir mal, wo das Feldlager sich befindet. Und ich darf nicht vergessen, was ich immer gerne mache im Moment, zu schauen, ob wir synthetisieren können. Denn das hat sich das letzte Mal ja wieder Probleme gebracht, dass wir so viel Krempel schon haben, aber nicht synthetisieren. Da fehlt auch noch so viel. Da fehlt auch noch so viel. Hier, Psycho-Amulett. Schutzweste Typ 2, ja, oh mal. Goldnadel. Barmherzigkeit des Planeten und Goldstaub. Salbei brauchen wir mehr. Ja, komm. Barbarenreif Plus. Ja, nochmal. Wir sammeln ja auch die EP. Unterm Strich geht es uns ja darum, EP zu sammeln. Hier, die nehmen wir auch nochmal. Auch nochmal. Okay, reicht. Das mal so zum Eingrooven in die neue Folge. Oh, da ist das Feldlager. Das Krähencamp. Hier gibt es Schätze. 2 Stück sogar. Einmal Super Ether, das freut mich. Und auch hier, ja gut, wirklich versteckt ist es nicht, aber das muss es auch nicht. Ach, okay, es geht weiter hoch. Wer hätte das gedacht? Der Blick auf die Karte verspricht es ja auch. Wir müssen hier hoch. Und von hier erreichen wir dann die andere Seite, wo wir auf der Karte ja den Zielort auch erahnen konnten schon. Hier dürfen wir nochmal schnuppern, offenbar. Hier, da. Tatsächlich. Dreh dich mal ein bisschen und dann kannst du mal schön den Boden durchpicken. Ätherknolle. Ach, und hier geht's wieder hoch. Das verlassene Feldlager in den Bergen. Da wären wir. Oh, das wird hier vermutet schon, dass das den Abschluss bringt. Ich bin gespannt. Die dritte Runde, die wir ja schon gewagt haben im Fort Condor-Spiel, war schon echt knackig in der normalen Schwierigkeitsstufe aufgrund der Fähigkeiten, die der Oberst am Ende entfesselt hat. Deshalb bin ich gespannt, wie sich das jetzt hier zeigen wird. Aber wir können es einfach erstmal probieren und dann drauf blicken, was uns hier nun auf dem Feld erwartet. Wir fassen an und durchschreiten die andere Dimension.
でください。隊長は俺たちが守る。来るなら容赦はしない。蹴りをつけに来たんだ。望むところだ。Da bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Und wir vergleichen einfach mal unsere Einheit mit den Shinras. Und da haben wir den Dämonenkönig mit 1800 Energie im Vergleich zu Claudette. Das kann man mal drei nehmen, verdammt. Oberbefehlshaber als Einheit, Weivern, tückischer Schütze, Heiler. Also eigentlich von allem was dabei, ne? Da kann ich mich gar nicht groß drauf vorbereiten. Claude hat natürlich mit 500 recht stark was dabei. Ich frag mich, wenn wir jetzt mit Red 13 und Aris reingestartet werden, hätten wir die auch wählen können? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich weiß es nicht. Wäre mal interessant. Ich glaube, wir waren aber mit dem Vorgehen, dass wir hier eine Elite-Truppe aufstellen, ganz gut angesiedelt. Ich möchte jetzt aber den Schwierigkeitsgrad einmal noch mal runterdrosseln. Einfach um zu gucken, wie sich das gestaltet, wenn man es normal macht. Und wenn wir es nicht schaffen sollten, dann können wir immer noch auf einfach wechseln. Und ich versuche das nochmal mit dieser Elite-Strategie. Auch wenn ich sehe, die haben natürlich mit ihren tückischen Truppen welche, die noch verstärker sind. Wobei, nee, das geht. Ist gleich, ist einigermaßen gleich. Aber die haben auch elitemäßig sich aufgestellt. Also, starten wir. Und da sehen wir schon in der gegnerischen Aufstellung, da ist schon einiges, was da kommen mag. Dann wollen wir doch gleich mal hier einen Elite-Verteidiger positionieren. Und hier kommt ein Schütze. Also müssen wir auch gleich einen Stürmer rausfeuern. Das machen wir an der Stelle. Oh Mann, ein Heiler vielleicht. Oh, okay, und der Oberbefehlshaber, der weiß auch schon, wie er vorgehen muss. Natürlich jetzt eine fiese Tour. Vor allem der dringt schon durch. Kann ich aber eine Balliste mal hier hinstellen. Mal gucken, ob dich das irgendwie für mich gut dastehen lässt. So, wir haben hier jetzt einen, wo wir einen Schützen brauchen dringend. Aber wie gesagt, dafür müssen wir noch eine Leiste füllen. Elite-Schütze. Dann müssen wir hier jetzt gleich aber auch was bieten. Ich würde gerne einen Elite-Stürmer reinbringen, aber das braucht ein bisschen was. Weil dann könnte ich auch tiefer leicht schon holen. Zack. Die machen sich ganz gut, aber ich habe Angst halt vor dem Befehlshaber. Das wird gefährlich werden. Noch ein Heiler könnte ich dir an die Seite stellen. Hier aber auch. Ich brauch das erstmal jetzt hier. Ein Steinschleuder vielleicht. Die kann natürlich auch gleich erledigt werden. Boah, das ist aber auch hart. Ein Heiler. Muss ich auch hier hinsetzen, aber ich brauche hier auf jeden Fall gleich noch einen Schützen. Boah, die machen auch Schaden. Ein Schützen muss her. Und ich gucke auch so ein bisschen mit einem besorgten Auge darauf, dass wir ja nur begrenzt Zeit haben. Nachteil ist da. Mal warten. Wobei, der Kondor ist tot. Er kriegt auch noch einen Heiler. Ich habe ja die Ballista hier. Das ist immer ganz gut. Boah, der General haut aber auch rein. Ich muss jetzt irgendwas machen. Ein Elite-Verteidiger kommt gleich, um Claude herzuholen, ne? Brauche ich jetzt eh hier. Boah. Jetzt kommt der Befehlshaber. Verdammt. Das wird zeitlich wieder eine Herausforderung. Was hau ich dem denn entgegen? Frag ich mich. Ein Stürmer. Denn dann kann ich tiefer mit rausbringen und hoffen, dass die mit dem Hackentritt schön Schaden macht. Und das tut sie auch. Sehr cool. Ich setze eine Balliste ein. Tiefer hilft hier jetzt an der Front. Und jetzt muss ich mich darauf konzentrieren, schnellstmöglich Claude beizuführen. Er ist jetzt auf... Okay, ich brauche hier auch einen Kämpfer.
jetzt müsste es doch gehen, oder? Nee, ich kann keine Elite verteidigen, warum nicht? Achso, ich habe keine Punkte mehr für ihn. Dann machen wir das so. Es dringt vor. Ich muss den Ollen Otto da oben wegfeuern. Steinschleuder. Ja, ja, jetzt dringen wir vor. Das ist gut. Das ist sehr gut. Mutangriff. Ich müsste näher ran. Ja, komm. Gehe näher hin. Balliste. Nee. Ich wage es einfach. Ich bin zwar nicht nah genug dran, aber vielleicht geht der Schaden doch. Doch, der reicht schon. Der Schaden hier. Steinschleuder. Kommt schon. Die Zeit. Die Zeit. Oh, vermaledeit. Die Zeit macht es wert. Wie lange braucht das auch? Zeit abgelaufen, verdammt. Das wäre machbar gewesen. Das wäre machbar gewesen. Aber um das jetzt nicht überzustrapazieren, mache ich das jetzt mal nochmal vielleicht. Und dann gucken wir mal. Dann haben wir den direkten Vergleich. Aber es ist halt wirklich problematisch, weil uns das Zeitlimit hier so sehr im Nacken sitzt. Da müsste man wahrscheinlich, vermute ich, viel schneller nach vorne dringen. Also schnellere Einheiten haben am besten auch. Hier kommt ein Schütze. Also mache ich hier einen Elite-Stürmer hin. Er kriegt einen Heiler an der Seite. Und ihm gebe ich auch einen Heiler. Ach, der hat auch einen hier, ne? Ne, ich mach das eben. Das war immer ganz gut mit der Balliste, ne? Von der Seite. Wobei die jetzt auch wieder so viel Schaden machen, ne? Wahnsinn. Hier muss ich auch noch einen Schützen gleich positionieren. Den Heiler zerreißt es gleich, aber das macht gar nichts. So, sehr gut. Steinschleuder für das Gebäude. Ich muss auf jeden Fall gleich was machen, um meine Helden hier hervorzulocken. Bei dreien mache ich das, ne? Sehr schön. Genau das wollte ich. Hackentritt. Gibt's mal ordentlich Schaden an der Stelle. Die Steinschleuder. Und ein Heiler. Jetzt feuern wir nämlich aus allen Rohren. Da haben wir ihn doch gleich schon. Er wechselt. Ach, okay, der wechselt seine Klasse. Das Belagern klingt aber richtig hier. Ja gut, so ist es mega easy, ne? Da haben die kaum eine Möglichkeit. Und dann können wir auch Claude noch dazu holen. Und der beendet das. Leidvolles Spiel. Und der Sieg ist unser. Schade nicht, dass es beim ersten Mal nicht klappen durfte. Aber das spielt auch keine Rolle. これで終わりか。でも久しぶりに思い切り戦えて楽しかったな。そうだな。楽しかった。遊んでくれてありがとう。またいつか一緒に。ああ、覚えておく。 Und so haben wir diese Herausforderung auch überwinden dürfen. Und daran sind wir natürlich gewachsen. Und zugleich haben wir die Proto-Substanz erhalten. Ancient Matter-Reparatur. Oh,
コンドルフォートの世界は隊長さんのデータとともに消失。残念ながら隊長さんの正体は最後までつかめませんでした。そうか、もうみんなとは会えないのかな。その件に関しては僕なりに手を尽くしてみました。彼らにとって隊長さんの代わりになるかどうか分かりませんが、名付けてコンドルフォートバージョン CH2。 バトルシミュレーターのシステムを応用し、内部の演算機能を利用することでユニットたちが自由に行動、思考を広げていけるよう設計しています。彼らにその意思さえあれば。ですが、Ford Condor Missionsmodus. Chatley hat Ford Condor aktualisiert und einen Missionsmodus hinzugefügt. Nutze ihn, wenn du eine neue Herausforderung suchst. Ach, dürfen wir sofort dann weiterspielen? Sehr schön. Sehr schick. Damit hätten wir auch den Dämonenkönig aus einer anderen Welt vertrieben. Und die Junon-Region komplett abgeschlossen im Hinblick auf den Weltbericht. だね。ならば力づくで奪うまでよ。お主相当の使い手と見た。やはり我の見立ては正しかったようだな。となれば、今のは一瞬ではありますが、位置情報が完全にロストして、クラウドさんに何かあったのではと。僕大丈夫だ、問題はない。すみません、取り乱してしまって。なんだ、案外可愛らしいとこもあんじゃねえか。バレットさんのからかいに僕自身の苛立ちを検知。何かあっても自力で対処する。俺の心配はいらない。はい、今後は改めてセキュリティを強化しつつ探索に臨みましょう。 Wahnsinn, das war nicht schlecht, muss man sagen. Und damit haben wir die Substanz. Ich sehe gerade, ich schließe das Minispiel im Missionsmodus ab. Muss ich das einmal jetzt nochmal zusätzlich machen oder wie? Wobei, wir haben unten die Berichte soweit fertig. Wir können das jetzt noch einmal wagen. Ich glaube, da haben wir jetzt kein großes Problem. Mission 4 von Ford Condor spielen. Wobei, das gleiche da nochmal, ne? Ich gucke mir das nur nochmal an, ob da sich jetzt irgendwas verändert hat. Und
Dann sehen wir, im Missionsmodus übernimmst du die Führung einer demoralisierten Kondor-Armee. Die Kampfkraft der Shinra-Truppen ist unverändert, aber deine Einheiten sind demotiviert und erschöpft, was deine Aufgabe erheblich erschwert. Ich hab's aber auf einfach gestellt. Der Dämonenkönig. Ach, es bleibt also dann genau bei demselben Prozedere. Ja, ich war eigentlich ganz gut bedient mit den eben, ne? Wobei, defensiv, offensiv? Man muss wahrscheinlich eher offensiv agieren, ne? Ich mach das jetzt einfach nochmal. Im einfachen Modus war das ja ganz gut machbar. Aber ich dachte, es hätte sich jetzt hier noch viel mehr verändert. So, wir haben einen Verteidiger, also müssen wir im Schützen starten. Okay, okay, der braucht auch gleich weitaus mehr. Ich setze den Stürmer an die Seite und muss aber auch hier gleich aufpassen. Vielleicht kriegen wir auch noch was, wenn wir das jetzt hier machen. Sind wir ein Verteidiger vielleicht? Und ein Heiler, der von hinten versucht, da ein bisschen gegenzugehen. Okay, okay, ich brauche schnell mehr. Oh, verdammt, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Da muss er erstmal für sorgen. Ich schicke mir noch einen hinterher. Und jetzt hier, echt. Den schon kalt gemacht. Ist aber ganz bitter, ne? Nachteil haben wir es hier. Warte mal. Ich schicke mal hier einen Schützen noch hin. Und kann tiefer jetzt mit beschwören. Das mache ich aber erst gleich, wenn er hier erledigt ist. Beziehungsweise, wenn die Bahn frei ist. Mein größter Feind wird auch hier wieder ganz klar die Zeit sein. Ich muss Verteidiger schicken, um Crowd auch zu kriegen dann. Mhm. Schützen kann ich gar nicht mehr machen. Ein Heiler hier und eine Steinschleuder. An der Stelle. Ich mache einen Elite-Stürmer. Und hau die Steinschleudern hin. In der Hoffnung, dass das Erfolg hat. Ich weiß es nicht. Das belassen wir dabei. Jawohl. Okay, da kommt jetzt ein weiterer General. Hier ist jetzt die Zeit wieder problematisch. Ich glaube, jetzt kann ich einfach nur noch Angriffe spammen. Stürmer. Und dann heilen, was das Zeug hält. Viel mehr kann ich jetzt gar nicht mehr machen, ne? Mehr Truppen habe ich nicht. Das könnte schwierig werden. Ohne Truppen. Hier was zu reißen. Tifa ist offenbar gestorben. Die feuern nur nach... Ach, die feuern nur geradeaus, oder wie? Ah, alles klar. Das war mir nicht bewusst. Boah, die Zeit vor allem. Ah, wir haben jetzt zwei Schützen vor. Kann leider nichts mehr machen. Dass das limitiert ist, auch ein bisschen unglücklich, muss man sagen. Stürmer. Damit wechselt er wieder. Das heißt, Claude kann jetzt Schaden machen. Aber der schafft das zeitlich nicht. Der macht irgendwie gar nichts mehr. Der lässt sich töten. Gut, das war mir nicht bewusst. Ich hätte die hier platzieren sollen, dann hätten wir es vielleicht geschafft. Die Frage ist, ich mache das jetzt nochmal, weil wir sollen ja eine Mission abschließen, ne? Und das wäre gegangen, ich versuch's jetzt mal mit Barrett.
beziehungsweise mit der Kombi. Und ich muss die Stein... Hatte ich nicht das mit den Ballistas gerade? Das ist doch besser gewesen, ne? Das war... Aber dann habe ich hier... Ich muss die Steinschleudern einfach verdammt anders positionieren. Dann geht das. Komm, ein Versuch noch. Und sonst lassen wir's. Jetzt kriege ich auf jeden Fall Barrett dann schneller zusammen. Ich weiß nicht, wo ich damit gehe am besten. Hier kommen gleich auch welche, deshalb muss ich hier auch aufpassen. Ich mache erstmal einen Verteidiger. Versuch's mit einem Heiler. Und könnte hier dann eine Steinschleuder eigentlich hinmachen, ne? Trifft die den dann? Jetzt einfach mal testen. Boah, jetzt hauen die aber auch was raus da vorne, ne? Wahnsinn. Ja, der macht ein bisschen Schaden nur, aber ich glaube, das reicht nicht. Elite-Schütze. Nee, ich muss mit Verteidigern hier weiterkommen. Und hier haben wir jetzt... Stürmer. Gar nicht mal so leicht, weil die mich hier komplett belagern. Zu viel Zeug, was hier kommt. Das Problem, was ich jetzt habe, ist, dass ich nicht genug hier rausfeuern kann. Ich kann höchstens noch einen Heiler versuchen mit zu positionieren, aber die setzen jetzt komplett auf die rechte Seite und dann kommt gleich noch ein General von denen? Wie soll ich denn da jemals durchkommen mit? Es läuft ja viel schlechter als eben. Heftig. Da habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Das heißt, wir müssen hier tatsächlich dort beschwören. Und mit den Helden rauskommen. Ich setze jetzt einfach meine Helden an. Und versuche so durchzudringen. Die kriegen auch noch einen Heiler mit an der Seite. Steinschleuder hier für den Angriff nach vorne. Steinschleuder hier. Verteidiger. Zeit. Jetzt kann ich aber echt nur noch die hier spammen, ne? Gut, jetzt haben wir diesen ollen Vogel. Da wäre der Ballista wahrscheinlich richtig gut gewesen. Aber wie viel Schaden auch der General macht. Transferieren kann ich die nicht, ne? Die Position ändern? Geht nicht, ne? Das geht, aber... Kill mich ja maximal. Der wechselt auch darauf hin, was die Schwäche der Gegner anlangt. Ne? Boah. Das wird knapp. Die Zeit ist es. Auszeit, sagt er ja. Komm, zwei Stück noch. Ja, Wahnsinn. Ach komm. Das ist doch nicht zu fassen. Okay, gut. Ich hab's versucht gehabt. Das ist dann doch schon ganz schön knackig. Trotz Leichtmodus. Vielleicht muss man die wirklich noch mehr spammen mit leichteren Truppen. Schließe das Minispiel im Missionsmodus ab. Als offene Aufgabe. Ah, da kriegen wir wahrscheinlich eh nur Punkte, ne? Denke ich mal. Ich mache hier jetzt mal noch eine Schnellreise hin. Wobei ich hätte auch zur Fischerstadt gekonnt. Aber ich wollte einfach nur mal hier gucken.
denn? Hier weiß ich, Chatley stand ja irgendwo im Wasser. Ah, nee. Kartenspiel, das würde mich, glaube ich, jetzt noch fertig machen. Wobei, vielleicht können wir uns da jetzt noch mal ein bisschen Lebensfreude zurückgewinnen nach den Niederlagen gerade. Krado-san, Junon-Area-No-Chosa-Wa-Kore-Ni-Te-Kan-Ryo-Des. Shio-Kaze-Wa-Abi-Zuzuke-Ta-Rekishi-Aru-Tochi-O-Shirabe-Ru-Koto-De. Junon-Kyo-Wa-Koku-Ni-Tsuite-Li-Kai-Ga-Fukamari-Mashita. 世界を掌握した大国の研究は、神羅の行く末を見通すためにも重要だと思います。貴重なデータの提供、ありがとうございました。 Sehr schön. Wie sieht's aus mit der Materieentwicklung? Zweiler ist möglich, Meister der Gegenstände und ATB Schock. Nehmen wir mal mit. Morphen und so wäre ja auch noch möglich. Hat sich da jetzt noch was ergeben eigentlich? Chatley Combat Simulator. Alles klar. Nur mal zu gucken. Erstmal haben wir natürlich hier mehrere, die wir auch leveltechnisch schon bestreiten können, aber das machen wir später. Dann schaue ich nochmal wegen der Protosubstanz. Können wir denn dann vielleicht synthesemäßig noch was machen? Windmühlbauteil? Nee, das brauchen wir nicht. Ich habe jetzt gerade gesehen. Eine Nebenquest ist dann noch offen. Hier. Stufe 3. Ist die... Moment mal, kann das sein, dass die von der Fischerstadt noch aus... Ah! Ja gut, das ist natürlich eine Option. Dann machen wir das doch noch. Das machen wir noch. Weil ich wollte eigentlich jetzt in der Hauptstory weiterverfahren. Aber das kann ich erst, wenn der Rest erledigt ist. それで、あの子は元気にしてたのかい？ああ。腹の中のガキもな。知ってたんだろう？たく、何が手切れ金だ。意地張りやがってよ。 Sehr gut. Dann machen wir uns doch mal auf den Weg zum schwarzen Brett und genießen mal den Blick hier über die Stadt. Ah ja. Da hinten war das Ding. Ich mach kurz da am schwarzen Brett. Moment, hier hoch. Da ist es. Was war denn da noch gewesen? Wer will denn noch was von uns? Ausweg aus der Misere, das haben wir gemacht. Froschparty, was? Unter Junon Froschspielplatz. Quack, 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 quack. Gut, das ist eine Quest, die macht man, glaube ich, nochmal. Ganz fix. Wo ist das? Das ist ja nicht da, aber hier unten. Ist das außerhalb der Stadt? Ach, da. Kann ich mir mal ganz schnell hinbewegen? Passt wieder vieles nicht in der Tasche rein. Warte mal, bin ich jetzt wieder falsch abgemacht? Da muss ich da hinten. Ah, alles klar, okay. Hier aber nicht, ne? Dann da rein und dann irgendwo links. Abbiegen. Das ist unten am Wasser. Warte mal, ging's da nicht? Muss ich doch aus der Stadt dahin? Mal gucken. Hätte ich mich gar nicht teleportieren müssen? Oder doch? War nicht, ne? Das geht mit. Hier runter müssen wir. Okay. Ja, das muss ich erstmal reilen. Shiokaze wa.
komme ich hier irgendwie auch runter? Nee, ne? Es geht also nur über den vorderen Bereich. Hier lang. Okay, ja, genau. Kommen wir nämlich von der Seite aus. Hier durch die Unterführung. Hier hinten lang. Wo es alles so giftig ist. Offenbar. Froschparty? Gecko, Gecko? Kaere? Oji-san-tachi, dare? Koko wa kodomo igai, tachi-iri kinshi da yo. <笑>人間。当たり前。海底マコロの影響かわかんないけど、なんでかここでだけカエルに変身しちゃうんだ。え、それ誰？シンラじゃないよな。ああ、違う違う。あ、もしかしてプリシラが言ってた人たち？村で助けてもらったって。ああ、プリシラ、そうそう。プリシラとは仲良しなの？ 別にただの幼馴染って竹だ。村の子供はそんなに多くないし、仲良しだじゃ。<笑>了解了解。君たちこんなところで何をしてるの？何ってフロックフラップだよ。一緒に遊ぶ仲間を探してたんだ。せっかくだしお姉さんたちも遊んでく。助けて。 行こう、クラウド。行こう。行った。行ったじゃん。この入り江はカエルに変身しちゃうって。でも、おじさんたちならカエルになっても余裕でしょ。行こう。行こう。 Das ist die Frage, ob wir das hinkriegen. Ein Frosch zu kämpfen ist, glaube ich, nicht das Leichteste. Aber selbst da können wir irgendwas reißen. Froschtritt. Ey, gar nicht mal so schlecht. Das ist ja fast besser als der Normalzustand. Ist das bei allen gleich? David hat seinen Kanonenarm noch, aber kann den irgendwie nicht benutzen, offenbar. Ein Froschzustand ist schon echt der Ausnahme. So, die sind aber auch relativ schnell, die Gegner, ja? Kommt. Nicht mal Froschgesang können wir. Aber das werden wir gar nicht brauchen, wie es aussieht. Wir müssen einfach nur die Fähigkeiten hier einsetzen. Den Tritt. Und dann reicht das auch schon. Sehr schön. Wir hätten es geschafft. Zurück zu Finn. Sollen wir kriechen? Um dann wieder normal zu sein. Knallfrosch. Bei Knallfrosch musst du in Froschgestalt herannahenden Hindernissen ausweichen. Springe dazu mit Kreis oder hechte mit R2 oder L3 in Sicherheit. Halte dich so lange wie möglich auf der Plattform, denn wenn du runterfällst, hat es sich ausgequackt. Kreis R2 oder wie gesagt L3, aber ich glaube, es kommt hin. Ja, wir versuchen es mal. Da kriegen wir nämlich auch einen Froschregen. Um wahrscheinlich immun gegen den Zustand zu sein oder uns davor zu schützen. Okay. Das wird sicherlich schneller. Aber wenn wir im Groove bleiben und vor allem, ich glaube, am Rande, ist immer noch sicherer, ne? Oder wechseln die auch noch die Richtung? Jetzt kommt von hinten auch noch das Ding, alles klar. Oh, verdammt. Die
die Plattform wird kleiner. Das ist alles andere als nett. Vor allem, ein Treffer bedeutet den Tod. Ja, wie man es nimmt. Man. Gibt schon was genau. Na, immerhin haben wir den Froschring, den ersten gekriegt. Ich glaube, so wirklich Lust hatte Claude da jetzt nicht mehr drauf. Aber es ging ja auch nur darum, das abzuschließen und den Weg zu ebnen für das, was nun kommt. Und zwar die Fortsetzung der Hauptstory. Und mit nun meine ich natürlich in der nächsten Folge. Und bis dahin dürft ihr nochmal schön die Kommentarzeile schmücken mit euren Worten. Liken, abonnieren, falls ihr das Geschehen, die Glocke aktivieren, dass ihr nichts mehr verpasst. Und das nächste Mal wieder anscheinend weitergeht bei Final Fantasy VII Rebirth. Auf Wiedersehen und bye bye.